Oha. Sie denn von mir? Hallo. Hey, aussteigen. Steigen Warum Sie jetzt denn? Aus. Wollen Sie denn von mir? Aussteigen. Wollen Sie denn von mir? Ich hab noch nichts gemacht. Sie fahren mit 300 Sachen durch die Stadt, aussteigen. Sag's das letzte Mal jetzt, aussteigen. Ist wieder beim ADAC? Ja, ja, der ist ja gerade vorbeigefahren schon. Ja, erstens Frage, haben wir Erlaubnis zum Pitten und zweitens können wir wieder mehrere Francs den Ursula-Fahrern schenken. Gott, Alter, mein Deutsch. Bravo 6. Alter, was ist los mit Sternchen? Going dark. Oh. Wir sind der einzige Franz. Ja, hier rechts von uns ist der Urus. Jetzt machst du so aus? Ja, jetzt geradeaus dann. Richtung Würfel. Also. Da ist er. Genau. Sie schaffen das. Er macht's schon wieder. Sie schaffen Urus das. Gesicht, ich fahr ein S-Max. Ja, das geht wieder Sie schaffen das mit dem S-Max. Im Urus ja, ist Sie da, müssen ja. Die ja nur gepittet kriegen. Das ist jetzt auch nicht die Aufgabe. Ach, nur das Pitten? Ja, gut, easy. Boah! Hast du das schon mal geschafft? Komm, Herr Auto, der spielt doch mit ihm. Ja, klar, ich spiel mit dem. Hier, quer rüber jetzt. Mein Gott. Also, jetzt muss ich gerade wirklich aufpassen, dass ich nicht gleich die Waffe rausholen, ne? Wo ist er? Rechts hoch. Ja, die jetzt, hinter dir. Das gibt's doch gar nicht. Herr Auto. Wo ist er? Da ist er. Vor uns. Ja, danke. Fliegt jetzt weiter Richtung Norden, fährt rechts zum Justizgebäude. Florian auch noch? Hier rechts, genau. Dann wieder rechts. Weiter rechts. Weiter rechts. Jo. Da ist er an der Kreuzung. Ein Auto, das Gaspedal ist rechts. Was will ich gerade von S-Max? Ja, aber der kann nicht sein, dass er auf 1 km/h beschleunigt. Hier, schön rein. Machen Sie mal Sirenchen-mäßig an. Hilft Ihnen das oder wie? Ja? Hilft Ihnen das bei Ihrer Motivation? Ja. Nein, aber wir fahren hier. Also, ich die nicht mehr fahren, das ist wirklich. Wo ist er? Da ist er. Vor ich. Wieder links Richtung des Sieg. Na komm, jetzt links. Hinter uns. Genau hier und rechts. Richtung. Ja. Mach mal Sirene aus, ich krieg einen Rappel. Ich krieg einen Rappel hier. Jetzt links. Ich fühl mich wie in der Fahrschule, wirklich. Was? So, die nächste bitte links. Die nächste links? Jo. Okay. Und jetzt hoch hier zu Dingels, was ist das? Laden-Dingels da. Ja, also, komm mal. Ich glaube, wir müssen zurück. So, ja, fahren wir zurück. Ich kann gleich wieder verloren. Ja, ist er hinter uns. Hinter uns. Er fährt uns. Mach mal Sirene aus. Er fährt uns hinterher. Mach mal Sirene aus. Oha! Wollen Sie denn von mir? Hallo? Hey, aussteigen! Steigen Warum Sie jetzt denn? Aus! Wollen Sie denn von mir? Aussteigen! Wollen Sie denn von mir? Ich hab noch nichts gemacht! Sie fahren mit 300 Sachen durch die Stadt, aussteigen! Sag's das letzte Mal jetzt, aussteigen! Boah! Aufgang 6 wird geschossen! Boah! Ist der Praktikant okay? Hat der kein Western? Alles gut. Quasi. Und jetzt bestens. In uns, ne? Ne, nicht in uns. Ja, von 6 wird dann nur Motorrad folgt. Ich rein. Schwitze. Rechtslang. Ja, hier ist es. Das Motorrad, Achtung. Wo? Da. Das ist Motorrad. Ja, ich will erfahren. Ich kann nicht. Ja, hin los. Fahren Sie weiter. Wo ist er? Hier links rein. Ich muss jetzt vorne links fahren. Jo. Ja, die eigentlich eine weiter links, aber ja. Bist du da schon drüber angefangen? Also, Achtung!
durchhalten. Oh. Okay, aussteigen. Ja, wir müssen hier raus. Praktikant, ja, geh Richtung ja, Süden. Wenn Outlaw unten sich denkt rum. Ja, ja, ja. Wir brauchen auch dringend Unterstützung bei der 7246. Von wo, von wo, von wo? Ah, gut getroffen. Wo, wo, wo? Da. Das sind mehrere, oben auch. Boah, was schießt auf mich? Ich dachte schon, schießt auf mich. Hier, hier, hier ist eine ganz beschissene Position. Wir müssen hier auf jeden Fall runter. Bleib in Deckung, bleib in Deckung. Nimm die Hände hoch. Ah, jetzt muss ich nachladen. Ich hab einen, Einer liegt. Hier, komm mit. Praktikant? Ja. Praktikant, steig in den Lambo da vorne, fahr weg. Schnell. Ja. Oh, Digga, ich schwöre es dir, Digga. Ich hab gerade geschwitzt des Todes, Digga. Boah. Das war jetzt wirklich krass Adrenalin, Digga. Ich sag's dir ehrlich. Boah. Heftig. Bin mal gespannt. Ah, die ist ein bisschen lang. Könnt ihr die nochmal neu starten? Ein bisschen kürzer. Oh, ich bin wieder da. Warte mal. Hallo? Boah, wo bin ich? Hallo? Ja, hallo. Boah, wo bin ich? Sind hier bei der Postleitzahl 72. 46. Ich komme gerade aktuell zu einer sehr großen Schichterei. Wie geht's Ihnen? Ja, weiß ich. Ich fühle mich irgendwie ziemlich durchgeprügelt. Durchgeprügelt, gut. Ich habe vor Ort einmal die Weste ausgezogen. Da waren ziemlich viele Einschusslöcher drin. Die Weste hat auf jeden Fall das Leben gerettet, ja. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Diverse weitere Verletzungen nicht ausschließbar. Ah, ich erinnere mich. Wir hatten eine Schießerei, genau. Wir waren im Streifenwagen und dann wurde geschossen. Ja, für Sie informativ, die Schießerei hat auch noch kein Ende. Die fahren ja immer weiter dran vorbei und schießen auch weiter hier drauf. Da vorne habe ich auch jemand, ich glaube, tödlich getroffen von Leuten, die geschossen haben. Liegt er da noch? Wir sind gerade am gucken. Mhm. Kollege, an alle Kollegen erstmal durchkategorieren, was nicht mehr rettbar ist, liegen lassen. Also gibt es noch weitere Verletzte? Es gibt mehr Verletzte auf jeden Fall, ja. Sagen Sie mal bitte, dass der Praktikant überlebt hat. Das werde ich gleich herausfinden. Das wird teuer, wenn er nicht überlebt hat. So, ich kann Wunden und provisorisch abdecken. Mhm. Damit du da schon mal keinen weiteren Blut verlieren. Und dann würdest du einmal hier vorne an der Mauer gleich bitten, Platz zu nehmen. Ja, aber ja, in Deckung natürlich. Mach ich. Wird angerufen. Finde ich gar nicht toll. Ja, ja. Hört sich. So, dann helfe ich ihn einmal hoch auf drei, ja? Eins, zwei und drei. Ja. Das wird hier. Ich zeig mich jetzt wieder, ich bin in Deckung gegangen. Ja. So, komm. Wer liegt denn da vorne? Ist das ein Kollege? So, hier in der Mauer einmal. Will ich mich hinsetzen? Nee, hier. Oh, da liegen ja mehrere Kollegen. Auf der Seite bitte. Ja, ich leg mich hin. Setz mich hin, meine ich. Aber nicht nur an der Kante. Nein. Ich komme immer noch regelmäßig vorbei und schieße. Hey, du. Ehrlich. Kümmern Sie sich bitte um meine Kollegen, ja? Kannst du mit mir gerade mal eine Sicht machen? Alter, hier liegen zwei Kollegen. Hier ist alles voll. Geht's dir wieder gut? Nee. Genau, oh, sie haben überlebt. Ja, sehr schön, sehr schön. Ich bin lebendig hervorgekommen. Haben sich ein Lambo genommen, sind geflohen? Ja. Sehr schön, gut gemacht. Ich hab Leitstelle nochmal angerufen, mehrmals. Sehr gut gemacht. Ja, mich hat's erwischt dann. Aber ich konnte einen erlegen. Ja, ich hab's gesehen. Das war der im Lambo. Ja, mich hat's auch erwischt im Bein. Warst du schon beim Arzt? Ja, der Notarzt hat er mich mitgenommen. Da vorne werden gerade vier Leute gleichzeitig wiederbelebt. Ja, der Arzt hatte gerade gesagt, eigentlich haben wir nur Kategorie Schwarz. Wahnsinn. Ist das gegen die Schmerzen? Oh, ich muss mal da vorne gucken. Und dann werde ich mich absprechen, ob wir sie jetzt ins Krankenhaus verbringen
oder ob sie jetzt irgendwie mal erstmal hier bleiben an der verletzten Sammelstelle. Ja, ach du meine Güte, was ist denn hier? Alter Schwede. Sie können laufen. Ich denke, ich kann es hier, da kommt schon wieder wer. Halt uns wer kommt wo? Der Motorrad. Das ist doch der okay, Motorrad. Dann würde ich, vielleicht stütze ich sie da ein bisschen und dann gehen wir mal noch da hinten, da wo der entspannen Chef sie sich erstmal, ich wechsle. Mhm, okay. Ja, da vorne ist das Motorrad, ne? Sehen Sie? Ja, eins, zwei, so, den, denen es gut geht, bitte mal auf den hier mit dem Auge werfen. Das wäre super. Ja. Mal hier eine Wand dran setzen, bitte. Wer ist das? Wer ist das? Dass wir hier wegkommen. Das ist der Taxifahrer. Hat er auch geschossen? Der wurde auch niedergeschossen. Ja. Okay, ich will jetzt erstmal so viel kritischer, aber so viel fußläufiger wie es geht ins Krankenhaus bringen. Mhm. Okay. Gut, dann einmal bitte mir folgen da hinten zum RTW, dann fahren wir jetzt mal einfach sofort so schnell wie es geht ins Krankenhaus. Kollege, meinst du nicht, dass der Taxifahrer geschossen hat? Ich war mir nicht sicher, ob er geschossen hat oder ob er niedergeschossen wurde. Na hör mal! Okay, ich kenne sie nicht. Welche Verletzungen weisen Sie auf? Ihre Brust tut ein bisschen weh. Ja, wird schon umgehen worden. Okay, alles klar. Dann Sie, welche Verletzungen haben Sie? Ja? Herr Outlaw. Ich kenne sie leider nicht, ich kenne ihr Verletzungsbild nicht. Mehrere Einschüsse in der Weste gehabt, hat der Arzt gesagt, und ich war weggetreten. Okay, alles klar, dann kommen Sie, setzen Sie sich zu mir nach vorne, der Kollege setzt sich nach hinten. Okay. Und ich schaue dann, dass wir Ihren Kollegen schnell noch hergeholt kriegen. Alles klar. Der 283117 UKF, ich habe zwei Patienten aufgenommen, Prellungen bzw. Schussverletzungen, weitere Verletzungen unklar. Die Werbung. Okay. So. Schauen wir mal, dass wir sie alle rauskriegen. Ja. Am besten gehen sie dann auf die Tragen. Das Krankenhaus müsste schon. Ah, sehr schön. Super, alles klar. Okay, Jungs. Ich bin nicht mehr gut zu Fuß gerade. Dann legen Sie sich ruhig auf die Trage, der Herr. Danke. Okay, der Herr. Nehme ich Platz auf der Trage. Nice, sehr schön, Jens. Freut mich. Glückwunsch. Dann geht's einmal zu uns in die Notaufnahme. Ja, okay. Haben Sie noch Schmerzen? Jetzt ja wieder. Jetzt ja wieder. Okay. Ja. Dann geht's einmal hier aufs Bett auf 3. So, 1, 2, 3. Oh, sorry. Dann war ich wieder zu schnell. Dankeschön. Den Husten, haben Sie den schon länger oder erst? Ich bin ein bisschen erkältet, aber ich musste trotzdem in den Dienst, weil sonst läuft nichts. Die Pflicht ruft. Genau. Ja, ich kenne das. Gut. Nein, ich wollte nur wissen, weil wenn der Husten erst seit der Schießerei da ist, könnte das natürlich auf Krankheitsbilder hinaus. So, dann legen wir sie einmal hier rüber. Schließen. Obala. So. Dann legen sie sich. Das liegt gerade am Lenkrad. Ich kann mich nicht so hinlegen wegen dem Lenkrad. Guck mal, wenn ich das Lenkrad drehe, dann drehe ich mich IC. In dem Lenkrad. Krass. Jetzt geht's. Super. Jawohl. So. Oh ja. Können Sie sich noch dran erinnern, wo Sie getroffen wurden? Es hat ein paar Mal ordentlich im Brustkorb geknallt. Ich hatte eine Weste an, aber irgendwann war die, glaube ich, dann auch durch. Also ich hatte wohl mehrere Einschüsse dort. Es gab ein intensives Schussgefecht. Ich konnte auch jemanden stellen, sage ich jetzt mal, mit Kugeln. Und so, dann irgendwann waren die Lichter bei mir aber auch aus. Wird Ihnen einmal die Hose ausziehen? Ja. Helfen Sie mir einmal dabei, geht das noch? Ja, klar. Super. So. Sorry. Alles cool. So. Und dann würde ich Ihnen schon mal einen Druckverband anlegen hier auf den eine Wunde. Sie haben hier eine Wunde am Bein. Die sieht sehr dramatisch aus. Mhm, okay. So. Dann machen Sie das. Und dann würde ich Ihnen einmal gerne das Hemd aufziehen. Kriegen Sie das noch selber hin oder soll ich das probier mal. Super, ich helfe. Das kriege ich nur hin. Perfekt. Super. Dann würde ich nämlich gerne einmal Ihren Brustkorb abtasten und abhören. Einmal nicht erschrecken, es wird mal ganz kurz alt. Mein Stethoskop ist noch neu. Ja. genau. Soll ich gut ausziehen? Ja. Nee. Es müsste erstmal so reichen, dass ich gut was höre und nicht. Ich bin den ganzen Tag heute mit Lenkrad gefahren. Ich habe auch direkt. Da, sie haben da. Ja, das ist wahrscheinlich, wo die Platte ein bisschen tiefer reingedrückt habt, da ist die Haut aufgeplatzt. Ja. Ja, dann würde ich Ihnen
gerade einmal hier die Infusion einmal kurz abziehen, die ist fertig und dann würde ich Ihnen direkt eine neue Schmerzinfusion anhängen. Ja, gerne. So, dann einmal nicht erschrecken. Ich bin so gut Auto gefahren, ja, das musst du dir mal anschauen. So. Und dann kriegen Sie jetzt ein Schmerzmittel. Optimal. So, das läuft jetzt ein und das sollte dann in, also das sollte so langsam schon anfangen zu wirken. Aber ich merke schon, es kribbelt schon ein bisschen. 5 bis 10 Minuten sollten die Schmerzen so gut wie weg sein. Okay, das klingt gut.